Hallöchen, meine Freunde und Freundinnen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mounted Blade Warband. Letzte Folge habe ich ja eine Entscheidung getroffen. Und zwar werden wir uns... Ich gucke nur gerade, was hier alles patrouilliert. Also hier sind lauter Waldbanditen. Und zwar werden wir uns hier diesem Königreich anschließen. Die haben keinen Clinch mit den Nordmännern. Die haben zwar Clinch mit den, mit denen hier oben, aber irgendwie möchte ich auch, die da oben doch so gerne loswerden. Also mein Plan, damit ihr mal ungefähr wisst und mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt, wie ich das vielleicht erreichen kann oder auch nicht. Mein Plan ist es, ich möchte mich erstmal denen anschließen, damit ich das Vaigir-Königreich quasi platt machen kann. Ich möchte das Vaigir-Königreich ersetzen und daraus mein eigenes machen. Das ist halt die Frage, ob das geht oder ob das, sobald ich mich denen angeschlossen habe, dann irgendwie nicht mehr geht. Oder ob ich dann quasi alles, was ich erobere, dann denen zufällt und nicht mir. Das wäre nämlich dann... Das ist nämlich dann so die Frage, die mir da irgendwie so ein bisschen durch den Kopf schwirrt. Sagen wir es mal so. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, was ich vorhab. Denn ich möchte unbedingt den Nordmännern, den möchte ich unbedingt wieder ein bisschen unter die Arme greifen. Und deswegen möchte ich, dass das Vaigir-Königreich fällt. Die können ruhig sich ein bisschen ausbreiten und die hier in Schach halten. Hier die Kergiten. Ne, weil die sind mir noch so ein bisschen Dorn im Auge. Und mit Rodor-Königreich haben wir eigentlich keinen Clinch. Die sind eigentlich so, boah, könnte man mal lassen. Aber wie sich das Ganze entwickelt, sehen wir ja dann noch. Jetzt müssen wir allerdings erstmal den König finden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er sein soll. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wo wir sind. Nein! -2! Ja, es ist... Ja, gut. Graf der Ninal von Königreich Schwade. Moment. Steht's zu Diensten. Ich möchte euch etwas fragen. Genau, wo ist König? In der Nähe von Weida. Okay, alles klar. Ich muss mich nun empfehlen. Moment, König von Weida. In der Nähe von Weida. König von Weida, ja. In der Nähe von Weida. Weida. Ach, da oben. Okay. Gut, wenn er in der Nähe von Weida ist, werden wir ihn finden. Das ist nicht der König. Bin gerade mal am gucken, ob er uns hier unterwegs schon begegnet oder nicht. Das ist natürlich die Frage. Er ist bestimmt wieder nach Braven abgereist, oder? Halt, wer ist das? Stopp! König, da ist er doch. Und er will wieder nach Dings. So begegnen wir es wieder, in der Tat. Habt ihr Frotte? Ich habe Reimannfunnel in seinem Versteck in Arno fündig gemacht, um ihm eine rechtmäßige Strafe zukommen lassen. Und ohne ihn wird es uns allen besser gehen. Ich danke euch, dass ihr diesen Dorn aus meiner Seite entfernt habt. Es ist gut zu wissen, dass ihr eure Aufträge mit angemessenem Taktgefühl erledigen könnt. Ich versprach euch ein Kopfgeld und ein Kopfgeld sollt ihr auch bekommen. 300 Dinare und kein Heller weniger. Ach, gib mir das Geld. Von 1 zu 2 verbessert, okay. Okay, harter Lump für mich beseitigt hat. Natürlich. So, mein Herr, ich bin gekommen, euch mein Schwert als Vasall darzubieten. Ihr seid für euren Mut im Kampf und euer Geschick als Anführer bekannt. Mit Freude werde ich euch... Okay. Gut, dann wiederholt meine Worte. Ich schwöre euch als rechtmäßigen Herrscher von Königreich Schwadien die Treue. Im Moment kann ich noch abbrechen. Oh, das ist so eine Sache. Andererseits ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Okay, ich schwöre euch als rechtmäßigen Herrscher von Königreich Schwadien die Treue. Ich werde euer loyaler und ergebener Soldat sein, solange ich auf dieser Erde weile.
Das ist so eine Sache. Echt? Ich bin echt gerade am Überlegen. Das sind noch zu viele Fragen offen. Ich bin jetzt gerade wirklich wieder skeptisch. Ich frage jetzt offiziell euch. Ist es egal, wenn ich mich dem anschließe, ob ich dann immer noch mein eigenes Königreich gründen kann oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ne, weil ansonsten, ich würde es vielleicht eher noch ein bisschen... Ja, ich weiß. Ich würde es am besten noch ein bisschen aufschieben. Noch ein bisschen Geld sammeln und so weiter. Aber, ne, weil das ist mir sonst zu gefährlich. Weil es klingt alles so, als wäre das für ewig. So, weiß nicht. Weil ich will ja hier oben mein Königreich haben. Ach, Nanu? Das Vaigir-Königreich hat sich die Dörfer hier geholt. Und Sargot kann ich nicht angreifen, natürlich. Ich würde mich auch gerne den Nordmännern anschließen, dann. Aber das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten. Das sind halt wirklich ganz schlimme Sachen. Schwere Entscheidungen, meine Freunde. Schwere Entscheidungen. Aber ich gucke mal. Ich warte jetzt noch mal. Weil ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich mittlerweile sogar schon kommentiert haben. Weil ich es ja letzte Folge schon gesagt habe. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich dann schon klüger sein. Und in der Zwischenzeit verbringen wir unsere Zeit damit, vielleicht mal den einen blöden Sklaven loszuwerden, den wir da noch haben. Ist ja ein Menschenhändler. Bist du ein Menschenhändler? Söldner. Ich will den Dings loswerden. Ich möchte den nicht bei mir haben. Guck mal nach dem Waren. So. Wir haben 4000 Dinare. Oh, wir müssen mal wieder Brot kaufen. Okay, ein Brathähnchen. Boah, kostet 108. Was ist denn hier mit den Preisen los? Okay, wir kaufen mal einen Räucherfisch. Der wird nicht schlecht wahrscheinlich. Kohlköpfe. Ich kenne auch ein paar Kohlköpfe. Okay. Wir kehren erstmal zurück. So was, dann machen wir doch hier gleich noch eine kleine Quest. Wenn wir doch schon da sind. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie war das? Du bist ein Händler? Ich komme immer so durcheinander mit den Städten und wo die dann bitteschön überall ihre Gildenmeister stehen haben. So, erstmal gucken. War das hier, wo das dann so... Nee, das war nicht hier. Ich bin echt mal... Oder war Praven nicht die Stadt, wo kein Gildenmeister hatte? Ich weiß es nicht. Irgendeine Stadt hatte... Ach nee, Quatsch. Die haben alle einen Gildenmeister. Nur ich war wieder zu blöd, den zu finden. Uff! Hoffentlich werde ich jetzt nicht überfallen. Hier so mitten in der Nacht. War das hier? Nee, hier geht's zur Burg. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Irgendwo hier in der Stadt war er auf jeden Fall. Ich weiß nur leider nicht mehr genau wo. Boah, kann mal jemand den Hund zum Schweigen bringen? Bitte. Danke. Wo ist denn der Gildenmeister? Du bist doch der Händler, ne? Du bist hier der Waffenmeister. Oh, jetzt fängt der Hund schon wieder an. Nauze! Du bist der Waffenschmied. Bist du schwadische Miliz? Wo ist denn dann der Gildenmeister hier? Oder war das wirklich die Stadt, wo ich den Gildenmeister auch noch nicht gefunden hatte? Und kann ja gut möglich sein. Ah, nee. Ah, nee, du bist der Pferdehändler. Verdammt! Gott, ich hasse es, wenn das passiert. So, wir gucken jetzt mal. Kriege ich jetzt mein Pferd? Nein, kriege ich nicht. Okay. Da war er nicht. Dort hinten war er aber irgendwie auch nicht. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Ne, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wo da bitteschön der sein soll. Wir gucken jetzt gerade mal, dass wir vielleicht nochmal nach Suno gehen. Weil dort wussten wir ja, wo die Dings sind. Wir gehen natürlich erstmal in die Schenke. Ah, hier sieht es so gut aus. Reisende.
Ein Lösegeldvermittler. Perfekt. Mein Herr. Was passiert, wenn du von mir nicht sagst? Ja, ist mir klar. So, ich habe nämlich noch einen. Ich habe noch den Seeräuber hier. Den haben wir schon eine ganze Zeit lang dabei. 112, sehr gut. Auf Wiedersehen. Warte mal kurz. Ist das der? Ja, das ist der Seeräuber. Verkaufen. Tschüss. Sehr gut. Wöchentliche Kosten 701. Warum sind die wöchentlichen Kosten denn bitteschön jetzt schon wieder gestiegen? Das ist jetzt die Frage. Wir haben doch... Ach so, ja, stimmt. Wir haben jetzt zwei von den... Und wir haben aufgewertet. Habe ich wieder vergessen. Nicht blödi. Da, die zwei da zum Beispiel, die müssten aufgewertet werden. Ja. Die müssten eigentlich dann zu... Nee, das waren nicht die da. Die da waren es. Die zwei. Die müssten zu Bogenschützen werden. Okay. Söldnerkavallerist. Mich würde auch eine Kleinigkeit interessieren. Wander der Minnesänger. Das ist das. Den bräuchte ich dann für die Sache mit dem. Ui, wo war hier nochmal der Gildenmeister? Den Minnesänger bräuchte ich, wenn ich eine Dame irgendwie betören möchte. Wenn ich es mal so sagen darf. Da bräuchte ich dann einen Minnesänger, der muss mir da so ein paar Gedichte beibringen. Weil ich ja sonst eher wie ein Barbar rüberkomme. Sondern ich muss edle Worte haben für eine edle Dame. Natürlich. Guten Tag, Gildi. Habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Eine Bande, besonders schlimme Banditen. Ja, mal wieder so eine Suchmission. Aber es bringt 1000. Das ist zumindest cool. Okay, bitte zur Strecke, alles klar. Was? Euch 120 Dinare. Achso. Gut, wohl an. Jage lästige Banditen. Händler, Gildenmeister von Suno bat euch, die räuberischen Banditen in der Nähe der Stadt zu jagen. Okay, gut, dann machen wir das doch mal. Das wird doch mal ein schönes Training wieder. Ein schönes Training. Wen haben wir denn da? Lästige Banditen. Hier geblieben. Ha. Ergebt euch oder sterbt. Okay, wir haben 42, die haben 26. Dürfte passen. Das Land sollte... Ui, es ist neblig. So, Männer. Bleibt mal hier. Die Kavalleristen. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ah, scheiße. Kavallerie. Nein. Scheiße. Folgt mir. Oh shit, sie kommen. Wow. Ha. Ich habe nicht gesehen, dass die Pferde haben. Oh shit. Mist. Ich habe nicht gesehen, dass die Pferde haben. Das bringt jetzt meinen ganzen Plan durcheinander. Na komm schon. Was ist das? Ach da, kommen sie. Okay. Information. Ah, die blocken mich. So. Männer. Die bleiben dort. Das ist gut. Und wir reiten jetzt hier durch. Ah, verdammt. Ich habe noch meinen Bogen einstecken. Zack. Ah, komm schon. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm schon. Hör auf zu blocken. Irgendwas. Ey, die hauen ab. Das geht mir zu schnell. Die hauen ab. Nix gibt's. Ey! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir!
Also. Das dürften aber jetzt alle gewesen sein. Oder? Oh Gott. Irgendwo... Oh nein, 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 nicht zurückziehen. Irgendwo ganz da oben links ist noch einer. Also... Wow. Irgendwo in die Richtung haut gerade noch einer ab anscheinend. Aber ich glaube kaum, dass wir den noch kriegen werden. Haben die einfach mal so Pferde, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war wirklich eine Überraschung. Irgendwo hier. Der ist wahrscheinlich schon abgehauen. Rennt doch Pferdchen rum, aber ich sehe sonst keinen. Jetzt ist er weg. Jawohl, Männer. Gute Arbeit. Auch wenn es leicht überraschend kam auf einmal. Gut, wir haben keine Verluste, das ist sehr gut. Gefangene, Banditen. Wisst ihr was, die nehmen wir einfach alle gefangen. Haben die denn Zeugs dabei? 28, 20. Ein Pferd? Geil, zwei Pferde. Okay, warte mal, Reitpferd. Geschwindigkeit 45, Manövrieren 44, Angriff 10. Das ist besser als mein Pferd. Nice, wir haben Pferde bekommen. Oh, das ist echt cool. Das ist noch nie passiert, dass wir Pferde bekommen haben. Stachelschreit, einhändig, so. 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, Leder, verbogen, 13, 25, okay, der Rest ist Verkaufware. Aber wir haben Pferde. Und ich habe ein besseres Pferd. Ich habe jetzt endlich ein Reitpferd. Alles nehmen. Aber das war noch nicht die Quest. Anscheinend gibt es hier noch mehr von denen. Das sind die verjagten Feinde. Als allererstes mal Trupp. So. Der Ferentes. Das ist einer meiner ältesten und besten Männer. Der bekommt natürlich... Wieso sind die eigentlich lahm? Das ist... Achso, das sind zwei lahme Reitpferde anscheinend. Sehe ich das richtig? Ja. Ist egal. Pferd ist Pferd. So. Du bist jetzt ein Pferd. Also, du bist ein Pferd, ja. Du bist... Ich bin ein Pferd. Nein. Er hat jetzt endlich mal eins. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Er hat jetzt eins. Ich möchte... Vergesst es. So. Wer war denn hier noch so? Die Irmia. Die ist eigentlich auch noch lange dabei gewesen. Warte mal. So, da muss ich jetzt mal die Klasse abändern. Du gehörst zur Kavallerie. Die Irmia, du gehörst auch zur Kavallerie. So. Und, noch nicht ganz gehörst du zur Kavallerie, aber du kriegst natürlich ein Pferdchen. Yay. Cool. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier... Sehr nice. Cool, das gefällt mir. So, jetzt muss ich allerdings erstmal gucken. Du gehörst jetzt zur Kavallerie, du gehörst zur Kavallerie, Infanterie, Infanterie, Bogenschütze, Bogenschütze passt. Bogenschütze, Kavallerie auch. Kavallerie auch, gut. Infanterie, perfekt. So wie es sein soll, so ist es nun auch. Jetzt müssen wir natürlich die restlichen... Ach, das war's schon. Ach, weil die anderen noch abgehauen sind, die drei Stück da. Naja, gut. Ach, endlich. Ich habe schon gedacht, ich krieg wieder mein Pferd nicht. So, Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich so scharf um die Kurve, dann habe ich aber gemerkt, Moment, ich muss ja hier geradeaus. Natürlich. Dann bleib halt hier. Oh, Mann. Grüezi die. Jawohl. Ah, okay, gut, wir haben nicht so viel Geld bekommen. Habt ihr vielleicht noch einen kleinen Auftrag für mich? Karawane eskortieren. Okay, das gibt ja auch wieder was. Ist ja kein Problem. So. Haben wir eigentlich noch Vorräte? Das ist eine gute Frage. Warte, wie viel Geld haben wir? Das ist auch noch eine gute Frage. Marktplatz. Warenhändler.
Der hat 2600 Dinare zur Verfügung. Das ist gut. Aber natürlich das Comeback. Weg. 130 Dinare. Das ist eigentlich voll der Witz. Okay, Räucherfleisch. Räucherfisch 50. 44, 50. Gut, haben wir eigentlich noch genug. Das heißt, wir könnten theoretisch... Ah, scheiße, ich hätte wieder nicht geguckt, wie viel Geld wir haben. Wir haben 4400 Dinare. Wenn ich davon jetzt noch einen Betrieb kaufe, kommen wir eigentlich relativ gut im Plus am Ende raus, oder nicht? Es wäre eine Überlegung wert. Ich mache jetzt nochmal unter dem Spaziergang durch die Straße. Möchte nochmal gucken. Ich rede nochmal mit dem. Haben wir hier eigentlich schon ein Geschäft? Nein, ich glaube nicht. Wir sind ja gerade in Suno. In Suno. Guten Tag. Wie sieht's aus mit Boden? Ah ja, okay. Was haben wir hier? Mühle bringt 60 Dinare. Nein. Was haben wir hier? Brauerei. 133 Dinare. Und kostet nur 2500. Das ist gut. Also Brauerei wäre jetzt die erste Wahl. Gerberei kostet 8000, kann ich mir nicht leisten. Okay. Weinpresse 140, kostet aber 5000. Das Geschäft lohnt sich nicht. Möchte. Ölpresse minus, oh Gott. Schmiede 230, kostet 3500. Auf jeden Fall, hier ist es. Das wird wahrscheinlich nicht besser werden, die anderen sind zu teuer. Haben wir noch eine Schmiede? Wir haben eigentlich nur Schmieden und Brauereien. Naja, wir saufen und schmieden. Ganz einfach. Gut, wieder ein bisschen Geld ausgegeben, aber es wird sich lohnen. Wir werden wieder Geld verdienen dadurch und das ist gut. Und dadurch können wir wieder auch mehr, bessere Armee und so weiter. Der Schneeballeffekt, ihr wisst schon. Gut, wir ziehen gleich weiter. Und guck mal, wo ist denn die Karawane? Muss doch hier irgendwo sein. Hallo, Karawane. Guten Tag. Folgt mir. So, wohin müssen wir eigentlich mit der Karawane? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nach Sargot. Oh, cool. Mal wieder da hoch. Mal wieder da hoch. Gut, dann reisen wir nach Sargot. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kommen die hinterher? 4,9? 5,7. Die kommen nicht wirklich hinterher. Ey, guck mal, Waldbanditen. Nein, warte mal. Von hier aus kommen wir da nicht hin. Wir müssen hier rum. Wow, was steht denn hier alles rum? Na, wo bleiben sie denn? So, Karawane, Händler. So, vielen Dank. Sehr schön. Oh, Irmir ist aufgestiegen. Sehr gut, wow. Versammeln die sich jetzt hier, um gleich einen großen Krieg anzufachern, oder ist hier gerade ein Turnier in der Stadt? Weder noch. Okay, gut. Das heißt, wir haben es hier schon mal geschafft. Wir gehen jetzt natürlich nochmal zurück nach Syno. Sargot ist uns mit plus 8 gut gesonnen. Das ist natürlich nice. So, wir gehen nach Syno. Wo sind wir denn? Da. Mal gucken, vielleicht begegnet uns ja noch irgendjemand Lustiges auf dem Weg. Da! Hey, hier geblieben! Königreich Schwadien hat Vergir-Königreich den Krieg erklärt. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte. So, die Waldbanditen. Gut, es sind Waldbanditen. Das heißt, wir sagen jetzt erstmal allen Männern, die sollen da vorne stehen bleiben. Wow, da kommen schon wieder mords viele Formationsbefehle. Folgt mir. Wir gehen außen rum. Ich sehe die Waldbanditen noch nicht. Da sind sie. Hab ich schon gefragt. Wisst ihr was? Dann sage ich jetzt allen mal Angriff. Weil es sind ja nur Waldbanditen. Und ich reite einfach hier durch. Zack. Oh, der war knapp daneben. Okay. Ja, das dürfte... Oh, der hat einen Pfeil in den Kopf gekriegt. Da
Verdammt. Oh, ich muss mich erstmal an die Geschwindigkeit von dem neuen Pferd gewöhnen. Das ist cool. Das macht schon Spaß. Also mit dem neuen Pferd ist es echt nice. Die schlachten ja einen nach dem anderen von denen ab. Da ist ja nichts. Ja, okay, die haben erwischt. Was? Ich habe ihn getötet gerade mit dem Pfeil. Waldbandit wurde von Black Devil so getötet. Nice. Ach, da hinten rennt ja immer noch einer. Oh, wow, den haben sie gut erwischt. Guter Schuss, Männer. Der Bunduk. Der jubelt mit. Ich mag das. Keine Verluste sind mir die liebsten. Das heißt, wir haben... schönes Ding. Ja, ein bisschen was haben wir bekommen. Nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben 73 Dinare erhalten. Ja, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Geil. Okay, das heißt, wir können jetzt wieder erstmal Irmia ein bisschen verbessern. Die Irmia... Da muss ich überlegen, ne? Die Irmia werde ich vielleicht auch mal zu einem Vasallen machen. Dazu machen wir mal ein bisschen Charisma hoch. Okay, ein bisschen Eisenschwarte für sie wäre ja eigentlich auch nicht verkehrt. Ich bin echt gerade am Überlegen. Den Waffenmeister bräuchte sie ja eigentlich auch mal. So, sie hat ja die Stangenwaffen. Das heißt, sie kriegt auf jeden Fall das. Gut. Sie hat ja die ganzen Heilungspunkte und so. Die hat ja unser Joffrey auch. Oder, also unser Priester. Okay, der Jeremus müsste es sein, ja. Gut. Ich bin nur gerade am gucken, dass halt alles soweit läuft erstmal. So, wir sind hier. Wir müssen ja zurück nach Suno. Aber erst möchte ich natürlich noch... Erst möchte ich natürlich noch mich aufwerten. Charisma. Das ist das mit der Überzeugungskraft, ne? Warte mal. Truppgrüne? Nee. Das ist das mit der Überzeugungskraft. Was ist damit? Bewegungsgeschwindigkeit wird leicht erhöht. Die folgenden können nicht mehr als eine Wendigkeit. Waffenmeisterschild. Ah, okay, verstehe. Also muss ich das da erstmal erhöhen dann? So nach und nach. So. Taktik. Spurensuche. Spuren werden informativer. Oh, das wäre vielleicht einmal nicht verkehrt. Ehrlich gesagt. Das wäre wirklich mal gar nicht so unverkehrt. Ausbilder ist auch gut. Eigentlich sind alle Fähigkeiten richtig wichtig. Aber das ist halt so die Sache, was man halt macht. Gefangenenhandhabung können wir halt mehr haben. Handel können wir dann... Können wir dann mehr Gebäude auch innerhalb einer Stadt haben. Baumeister, Belagerungsmaschinen und so. Chirurgie und Erste Hilfe ist halt auch so eine Sache. Müsste ich vielleicht... Obwohl, ich behalte den Joffrey wahrscheinlich bei mir. Das berittene Bogenschießen, das ist bei mir so schlecht eigentlich. Wurfkraft, Bogenzugkraft, Eisenkraft, Schlagkraft. Nahkampfschaden um 8% erhöhen. Ich mache einfach mal wieder die Eisenschwarte, weil ich so allgemein wenig Lebensenergie habe. Einfach mal ein bisschen die Eisenschwarte auf, das ist okay. Dann ziehen wir mal so 1, 2, 3. Ey! Verdammt. Wollte ich gar nicht. Egal. Ey, ich komm nicht nach drüben rechts. Und los. Egal. Gut. Auf nach Suno. Vielleicht begegnet uns noch jemand? Nein? Nein? Okay. So, erstmal in die Schenke. Ist hier noch der Lösegeldvermittler, Mann? Nee, du bist der Reisende. Wer bist du? Du bist ein Bauer. Den ihr Dorf wird wahrscheinlich wieder angegriffen. Okay, gut. Dann machen wir einen Spaziergang durch die Stadt. Das kassieren wir jetzt hoffentlich wieder 1000. Das wäre sehr, sehr praktisch. Kusch! Warte mal. Egal. Das war nur ein Städter. Guten Tag, Gildi. Was kann ich für euch tun? Ach so.
Ich habe gedacht, wir kriegen eigentlich noch, aber na okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, aber war es das erstmal jetzt aus dieser Folge. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare in Bezug auf Königreich gründen oder Königreich anschließen. Damit ich halt ein bisschen Bescheid weiß darüber. Und ja, falls sich was tut, dann wäre es sehr, sehr gut. Und das hat sich gereimt und ich bin raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.